Hallo, hier ist das Klemmsteinchen und heute möchte ich mit euch die zweite Etage des Sanctorum mit euch angucken. Hat mein Mann jetzt gebaut. Sieht ganz schick aus. Viele Fenster drin. So Rundbögen, ist auch cool gemacht. Hier vorne ist das andersrum reingeklipst. Und eine Scheibe. Hier ist natürlich die Aussparung für die drei anderen Sachen. Das zeige ich im dritten Video. Und hier haben wir die besonderen Hebel. Das zeige ich nachher auch, was die auslösen. So, dann gucken wir einmal rein. Da haben wir einmal den Zauber mit dem Apfel. Kleines Gefäß. Stein, Shambhala, ein Totenkopf, und dann auch ganz viele Bücher, auch leider mit Aufklebern. Ja, das ist ein Beispiel mit einem Aufkleber, ABC, Magie, und dann hier einer mit Aufkleber, auch so ein Zauberbuch hier unten auch. Aber das ist ganz süß gemacht. Das sieht schon verschiedene Bücher aus. Also, dann haben wir hier noch zwei Sitze. Einige kennen das von euch aus den Filmen. Das ist einmal die Szene, wo Thor mit Dr. Strange da sitzt und sein Bier trinkt. Haben wir da unten noch so eine kleine Flasche. Ja, sieht man das dazu? So. Ach ja, hier unten ist der Mantel ja noch. Ein Bild. Und dann haben wir hier noch ein Bild von der Ältesten und dann hier von Dr. Strange. Mehr Bilder haben wir nicht. Und dann können wir hier die Tür aufmachen. Ja, sieht man das so? Ah, sieht man leider nicht so gut. Muss ich gleich mal die Kamera aufbauen und da reinführen. Einen Augenblick. So, jetzt machen wir eine kleine Kamerarundfahrt, damit ihr das besser sehen könnt. Hier, das ist einmal die Tür, einmal das Weltall. Und hinten mit den Schaltern kann man dann die Landschaft verändern. Oder so ein bisschen den Ort wie in den Filmen. Und einmal die andere Seite, da ist einmal diese Wüste, wo der eine auch reinfliegt, den dann da reinschubst. Das ist schon cool gemacht. Und das macht man nur mit den Schiebedinger hin. Dann kann man das so und dann, wenn beide weggeschoben haben, ist natürlich das Weltall dann da. So. Mal hier einen kleinen Rundflug noch machen. Natürlich noch so. Und die Bücher hier nochmal richtig sehen. So. Das Coole finde ich hier an dem Set noch, hier an der Seite sind noch Panoppen. Da kann man die Minifiguren dran machen. Dann nehme ich auch diese kleinen Befestigungssteine dabei. Aber diese kleinen, na, macht er das jetzt scharf so? Dann kann man die Minifiguren da draufsetzen. Ach. Na. Bin ich so. Und dann gab es noch zu diesem Bauabschnitt auch drei Minifiguren. Lass ich euch mal zeigen. Da haben wir einmal Wanda als Scarlet Witch. Die kann ich auch viel zum Film jetzt erzählen, aber ich will ja nicht spoilern. Sieht schon mal ganz cool aus. Eine Perücke und mit dem kleinen. Ja, was ist das? Ist bedruckt dann noch. Dann hat sie es. Magie, zwei Steinchen immer jeweils. Ah, warum macht er das denn nicht scharf? So. Einfach mal hier. So ein Wendegesicht. Seinen Augenbrauen hoch. Hier guckst du ganz böse. Ja, die ist so cool gemacht.
Leider ist die Hose nur schwarz. Das hätte man ja auch mehr machen können. Ich glaube, bei der Minifiguren-Serie sah die ein bisschen besser aus von der Hose her. Dann können wir die auch gleich hier an dem Haus dran machen. Machen wir mal hier den Clip hier unten rein. Dann kann ich das hier so an der Seite so reinmachen. Und dann hängt, ach, natürlich blöd dran gemacht jetzt, und dann hängt die da. Schwebt die da ein bisschen rum. So, dann haben wir auch noch Spider-Man. Produkte Hose, ist auch ganz cool gemacht hier. Urteil mit zwei Schieß. Dinger, dann bedruckte Arme, die finde ich besonders cool. So. Dann kann man natürlich diese Dinger, ach, oder Spider-Man wegschießen. So. Drücken wir einfach drauf und dann zisch. Und ach, bin wieder so doof. So. Ah, das war doch gut. Ja, das ist auch cool. So, und dann haben wir noch eine ganz besondere Figur aus dem neuen Doctor Strange-Film. Multiverse of Madness. Sinister Strange. Ja, sieht man das so? Ja, der hat nämlich drei Augen. Eine Stirn hat er nur eins. Cooler Torsauch und blau, also. Cool gemacht. Natürlich Magierhände auch. So, von hinten. Dann haben wir auch ein zweites Gesicht noch. Der ist so cool. Also erste Figur, glaube ich, mit drei Augen von Lego. Das sieht man ja sonst nicht so oft. Die Figuren sind ganz toll und die Tasche auch schön. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann kommt bald auch das dritte Video. Dann zeige ich euch, wie das ganze Santorum aufgebaut ist, plus Hefte und dann, wie das insgesamt aussieht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!